Können Sie sich erinnern, als wir letzte Woche die Aktie Peñoles aus Mexiko nicht kaufen konnten, weil die mexikanische Aktienbörse nicht mit meinem Broker verbunden ist? Ich wollte es deshalb ein bisschen genauer wissen und ich habe meinem Broker eine E-Mail geschickt. Der antwortete dann und sagte, natürlich können Sie die Aktie kaufen, aber einfach nur auf dem Pink Sheet. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Pink Sheet? Und habe das genauer angeschaut. Pink Sheet ist ein Begriff dafür, dass eine Aktie over the counter gehandelt wird. Also direkt zwischen Käufer und Verkäufer, ohne Börse dazwischen. Und das bedeutet, dass keine Börse diesen Prozess reguliert. Auch die Dokumentationsvorschriften sind sehr viel leichter. Es ist aber so, dass die Aktien trotzdem gewisse Minimumanforderungen erfüllen müssen und der amerikanischen Securities and Exchange Commission, dem SEC, Berichte erstellen müssen. Aber natürlich ist die Sicherheit weniger hoch. Nun, es ist immer noch die gleiche Aktie, einmal, und dann ist sie auch gelistet. Peñoles ist an der mexikanischen Börse. Und deshalb ist sie schon reguliert und die mexikanische Börse ist die zweitgrößte Börse von Lateinamerika. Für mich also nicht wirklich ein Grund zur Beunruhigung. Ich schaue also Peñoles genauer an. Ich gehe zuerst auf die Webseite und bin ehrlich schockiert. Die Webseite ist extrem kompliziert. Man findet nichts. Und die Technologie, die verwendet wird, erinnert mich an die 90er Jahre. Aber es gibt einen Lichtblick. Das Unternehmen hat letztes Jahr die Berichterstattungswährung auf US-Dollar geändert. Und das kann nur eines bedeuten, dass Peñoles internationale Investoren anziehen möchte. Peñoles gehört auch 75% von Fresnillo mit einer sehr guten Webseite. Ich kann mir also vorstellen, dass die ganze Kommunikation in naher Zukunft deutlich besser werden wird. Aus diesem Grund schaue ich mir die Analystenempfehlungen an. Und ich bin gerade nochmals schockiert. Vor einem Jahr haben deutlich mehr Analysten Peñoles empfohlen als heute. Und dabei ist der Aktienpreis heute nur noch etwa halb so viel, wie er vor einem Jahr gewesen ist. Das verstehe ich echt nicht. Wenn jemand eine Aktie gut findet, kann es doch nicht sein, dass er sie zum Kauf empfiehlt, wenn der Preis höher ist, und zum Verkauf, wenn er tiefer ist. Das macht einfach keinen Sinn. Leider ist es aber oft so. Die Analysten gehen mit dem Fluss. Go with the flow. Die machen das, was alle anderen machen. Und das bringt leider nichts beim Investieren. Ich mache das nicht. Ich kaufe Peñoles aus einem wichtigen Grund, als Hedge für eine Rezession. Und da bin ich froh, wenn ich es günstiger kriege. Ich kaufe also Peñoles auf dem Pink Sheet. Das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.